Tag auch und herzlich willkommen zurück bei Brothers, A Tale of Two Sons. Ja. Oh, beim ersten Versuch gleich richtig gelegen. Tag auch. Ja, der Lyra, alias aka Hufi, ja, ist auch noch mit dabei. Das zieht sich auch bis zum Ende des Films, das möchte ich mal behaupten. Der hat mich jetzt hier nicht einfach so sitzen lassen. Nein, der sitzt auch noch hier zu meiner Linken. Und ich versuche mich jetzt hier einfach mal weiter den Baum des Lebens zu finden, indem ich nochmal in den Brunnen gucke. Genau. Vielleicht ist er ja da drin. Du vermutest, dass er irgendwo in irgendeinem Brunnen stecken wird, ja? Alles klar. Nein, ich laufe immer so rum, kann dann an die Tür klopfen. Ach, tatsächlich. Macht doch jemand auf? Wahrscheinlich nicht. Nein. Nicht laut genug geklopft. Dann musst du den Großen nehmen. Ja, dann muss ich den Großen nehmen. Aber die können auch langsamer gehen, ne? Oder? Je nachdem, wie oder rase ich jetzt hier so durch? Ja, ich glaube. Ach ja, kehr mal ein bisschen für mich, Junge. Ach so, oh. Nee. Tolle Grundstückchen. Ja, jetzt voll drauf. Schön. Okay, kann der andere auch was oder sollte er jetzt kehren? Find's raus. Diana? Ja. Der fährt ja zu kehren. Aber. Komm, Mutti, ich kehr für dich immer den dreckigen Boden. Und ganz auch in der Wüste staubsaugen, ehrlich. Genau, spiel nochmal mit der da auf dem Schaukelstuhl. Ja, da wollte ich sowieso hin. So. Ich will nur. Das ist meine Frauen, oder was? Okay, er fragt nur noch einen Weg. Großmütterchen kennt den Weg. Immer geradeaus. Natürlich. Und dann einmal rechts und am Lidl vorbei. Am Lidl vorbei. Am Lidl vorbei. Schleichwerbung hier, schön. Ja, guck mal. Ach! Der ärgert sie. Nee, die Oma freut sich. Nein, die Oma ist voll. Okay, das ist jetzt Auslegungssache. Du sagst, die Oma freut sich. Die lacht und lächelt. Was willst du denn? Ja, aber sie strampelt mit den Beinen so nach dem Motto, hör auf, Junge. Nein, ich finde das gut. Wie lange hast du deine Oma nicht mehr gesehen? Wenn meine Oma mit den Beinen strampelt. Okay. Da kommt was, ein Ball. Was hat die da auf dem Kopf? Ein Apfel? Ach, das ist der Kopf. Das ist ein Rotkäppchen. Ja, ich dachte, dieses Fell, was sie da oben hat, das wären ihre Haare. Das sind ihre Haare unter der roten Kappe. Aber möchtest du denen den Ball nochmal grapschen? Ach so, nee, ach, das sah. Ach, wenn ich jetzt zum Beispiel an Aladdin denke, das kleine Äffchen Abu hat doch auch so einen kleinen Hut. Ach so, ja. Ja, aber sie hat einen Kopftuch. Oh, da hast du einen Ball. Oh, ich habe einen Ball, okay. Okay, und ich werfe ihn. Und ich werfe ihn irgendwo hin. Wie wär's, wenn du die Kamera mal drehst? Man sieht überhaupt nichts. Ja. Andere Richtung, nur was soll's. So, gib her den Ball. Komm. Ja, und Hü? Und Hü. Oh. Der Kopf war vor dir. Ja, ich... Nee, sonst lass. Einmal noch, komm. Das ist der wird jetzt sitzen. Ja. Das habe ich im Blut. Ja. Der sah richtig gut aus, im Gegensatz zu den anderen. Mhm. So, in welche Richtung geht's jetzt? Gehen wir geradeaus? Gehen wir runter? Ach, ist egal. Ist Wurst. Wenn die sich dann mal entscheiden können, wo sie lang gehen wollen. Jungs, ihr seid euch nicht gerade einig. Du bist ja nicht ganz einig. Ja, ich habe auch, glaube ich, noch nie ein Spiel gespielt, wo ich... Ein Eichhorn! Eichhorn? Aber das sah aus wie ein Stinktier. Ganz ehrlich, hast du nicht gesehen, es war schwarz-weiß. Aber ich kann mich nicht entsinnen, dass Stinktiere... Bäume hochklettern. Dann war es ein Hybrid. Dem wird so sein. Ein Stinkhorn. Genau, was ich sagen wollte, es gab, glaube ich, noch nie ein Spiel, in dem ich zwei Charaktere steuern muss. Das ist zur gleichen Zeit. Hau ab, Junge. Es ist ja ungewöhnlich, auf jeden Fall. Ich kann mich jetzt tatsächlich auch nicht daran erinnern, dass ich jemals was gespielt habe, wo man zwei gleichzeitig steuert. Der Kleine ist so geil. Der Schrei war geil. Kriegen oh, eine Pforte! Pforte auf oder. Ja, los, schiebt. Gemeinsam sind wir stark. Das ist ein neuer Slogan der STB. Rechts runter oder wo willst du lang? Nein? Nein. Ja, ich guck mal, ich hab da von hier oben bestimmt auch eine Aussicht. Na, hier oben sieht's aus, wenn's weitergeht. Der spielt Harfe! Ja, dann gehen wir da runter. Baum? Hä? Baum? Hast du den Baum nicht gesehen, hier direkt vor der Kamera eben? Nee. Erst den kleinen? Ja, der kann wundervoll... Fast, ja, doch. Harfe spielen. Verbeugt. Und der große?
Ein Schmetterling. Nee, das klingt nicht so gut. Der lacht ihn eher aus. Komm, Junge, lass sein. Du hast, ach, du hast doch keine Ahnung von Talent. Obwohl, da gab's auch... Da kann man auch um die Ecke gehen. Gibt's da was? Weiß ich nicht, muss gucken. Ich hab das Spiel, wie gesagt, vor... Das Spiel ist 6 Jahre alt. Ich hab's, glaube ich, vor 5 gespielt. Kann man da rüber? Ich erinnere mich auch nicht mehr an allzu viel. Ja. Geht auch lang. Wahrscheinlich ist das sogar schon der richtige Weg, weil du noch nicht lang gekommen wärst oder so. Ist da was zu? Hier? Nee, wäre egal gewesen. Ach komm, wir haben einen schönen Umweg gemacht. Einmal Füße durchs Nass gezogen. Ja, mit dem mal quatschen, der besäuft sich. Ja, irgendwo komm, ist schon bestimmt nach 12. Der gibt uns sogar die Buddel? Das gibt's nicht. Ja, er kotzt das aus. Dem fehlt ein Schuh. Ja, das... Und der schielt ein bisschen. Der schielt ein bisschen? Hat er gerade gerülpst? What's up? Keine Ahnung. Ich hab... Ja, der schielt total. Der sieht echt geil aus. Er macht sich nicht so viel draus. Den Baum des Lebens zu finden, ist nicht so seine Aufgabe. Hier ist auch schick. Ja. Das ist noch ein Eichhorn. Das ist doch niemals ein Eichhorn. Doch. Ist halt ein Eichhorn. Kein kleines Eichhörnchen, so ein ausgewachsenes. Ich wollte mal sagen, wenn wir hier jetzt noch ein Einhorn treffen, du, dann... Killer. Killer Dog. Kann ich sterben in dem Spiel? Mhm. Kann ich? Ja. Du fängst dann wieder an so einem letzten Checkpoint an, aber du kannst tatsächlich verrecken, dass du dann wieder zurück zum Checkpoint musst. Na, Ruffel. Hat er uns angezeigt, wann der letzte Checkpoint war? Wird er aber hier jetzt wahrscheinlich sein, weil hier jetzt eine Herausforderung kommt. Dreh, ja. So, jetzt bist du im Bild. Ja, ich wollte mal gucken. Jetzt versuch's mal hier so. Zack. Das hat funktioniert. Kann ich den hier irgendwie... Ja, auf mich aufmerksam machen. Rauf, der Junge! Ach, jetzt mit Tastendruck, dass du gepfiffen hast, ne? Hm? Mit Tastendruck hast du jetzt gepfiffen, ne? Ja, genau. Ja, dann mach so weiter. Hey! Oh, hey, funktioniert. Hey, Junge, hier. Mach weiter, oder? Komm her, Buddy. Oh, ich sollte vielleicht erst später... Oh, das ist Okay. Ja, ich muss ja wahrscheinlich den ganzen Weg da lang. Ja, aber du musst ja nicht sofort loslaufen, wenn der Hund gerade sich erst umgedreht hat. Ja, das... Genau, irgendwann solltest du jetzt nochmal pfeifen lassen, damit du was machst. Action, wir haben keine Zeit, wir essen Zeit, ich muss hier. Honey. Der interagiert gerade gar nicht. Oh, dein Controller ist aus, ich glaube, der Akku ist leer. So, Pony hat wieder Saft. Ich habe wieder Saft, ja. Oh, was machst du denn, Kollege? Ja, lauf mal gleich weiter mit ihm, oder was? Ja, wollte ich gerade sagen. Hier, du lenkst ihn mal schön ab. So weit, wie die Kamera es zumindest zulässt. Aber da komme ich nicht. Aber jetzt will ich stoppen. Ja, so. Nachher hört der Junge mich auch gar nicht mehr. Bist du bescheuert? Ich ruf dich doch. Ja. Hier bin ich. Ja, hier, komm. Ja, jetzt hier. Vielleicht. Ja, weiter. Ja, ich hab mich eben erschrocken. Ich dachte, ja, noch ein Ziel hinten. Komm, man kann den doch hier noch ein bisschen rumjumpen lassen. Ist nicht schlecht für die Fitness. Einen Hampelmann machen, ja? Wäre es gerade eben beinahe schon wieder passiert. Zack! Tada! Da war's, siehste. Tschüss, Buddy. Du bist ein feiner Hund. Und wir taufen ihn Buddy. Wir taufen ihn Buddy, klar. Seelöschen? So, weißt du noch, wie du schwimmst? Achso, musst du gar nicht? Okay. Der kann hier rüberlaufen. Guck. Mhm. Da sagt er, ach, bis zur Unterhose kann ich nass werden, das macht nichts. Alles über der Unterhose ist halt schon Schwimmen. Mhm. Ich finde, das ganze Spiel ist optisch echt ein Kunstwerk. Ich finde das mega geil. Ja. Hä? Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt... Spiele im gleichen Design gespielt habe, sagen wir es mal so. So ausgedrückt hat. Mhm. Das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen länger her. Witzig finde ich, dass du bei so einer abgebrochenen Leiter immer daneben so ein Seil findest. Ja, das ist dann halt auch für Menschen wie mich einfach gemacht, das einfach schnell zu checken. Ich habe... Was war das für ein Spiel? Ich glaube, Final Fantasy oder so. Habe ich mal gespielt und ich kam damit überhaupt nicht zurecht.
Das war irgendwie nicht... Ich weiß aber auch nicht mehr, welcher Teil das war. Das war für die PlayStation 3? Ja, das könnte 13 gewesen sein. Dann wird's 13 gewesen sein, ja. So, und da kam ich damit irgendwie nicht so... Muss man überhaupt die ersten Teile gespielt haben für Final Fantasy, um da Nein, irgendwie so ein jedes bisschen... Final Fantasy spielt in einer eigenen Welt mit eigener Handlung. Ja. Häschen! Eins ist weiß. Ich glaube, da gibt es auch einen Erfolg, wenn du das schwarz färbst. Ich weiß noch nicht mehr, wie das geht. Wenn du schwarz färbst? Ich habe die Erfolge damals alle einmal abgeschlossen. Sie haben das Spiel durchgespielt, hatte, glaube ich, weniger als die Hälfte der Erfolge. Und habe dann hinterher, das habe ich Pony vorher schon mal kurz erzählt, Hallo, alle Erfolge einmal nachgeholt. Ich weiß nicht, wie wir das Spiel durchgespielt haben. Vielleicht nehme ich noch irgendwie mal ein extra Video auf mit den 12 Erfolgen, die es für das Video gibt. Allerdings ja. Dann schwierig ohne die Einblendung unten rechts in der Ecke, weil die auf meinem Account ja schon freigeschaltet sind. Da, guck mal. Er hat's und... Oh. Ja. Da ist ja Ruß halt, ne? Guck mal. Jetzt bist du auch ein schwarzes Kanickel. Sehr gut. Guck dir das an. Du bist immer noch ein niedliches Bunny. Und ich meine, vorhin, als du nämlich Basketball gespielt hast mit dem kleinen Mädchen, hättest du den Ball genommen und in den Brunnen geworfen, hättest dafür auch einen Erfolg gegeben, obwohl ich das ziemlich fies finde. Ja. Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Kleinen Mädchen den Ball wegnehmen. Ich wollte gerade sagen, sind wir jetzt wieder hier? Aber nein. Nee. Oh, guck mal, können wir jetzt wie so ein Meerschweinchen im Hamsterrad stimmt, laufen? Stimmt, wo ich die Schafe sehe. Ich glaube, ein Schaf sollte man schwarz färben für einen Erfolg, oder? Naja, das seht ihr, wenn ich es mache, in der Sonderfolge. Er hat ja jetzt eben auch jetzt nichts... Kannst du bitte unten bleiben? Ah, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Muss weiterlaufen dann wahrscheinlich, ne? Ja, ich muss dann mit ihm... Multitasking, ja. Und dabei bin ich eine Frau. Alter, was machst du denn? Du bist vorhin beim Hund, warst du auch schon mal so ein bisschen... Er ist nicht schwer genug. Ungeduldig. Ja, hau mal rein da. Ich bin nicht ungeduldig. Doch. Reiß dich mal zusammen. So, du bleibst da. Ich dachte, wenn er da stehen bleibt... Ich würde sagen, du solltest vielleicht mal einen rüberschicken. So. Ja, aber dann geht die Brücke jetzt wieder hoch. Nee, dann läufst du halt weiter und lässt dir was einfallen, wie sie unten bleibt. Ich kann ja auch ein Schaf darauf stellen. Geht das? Ich würde das Schaf nicht auf die Brücke stellen, sondern das Rad reinpacken. Das Rad? Welches Rad? Wo der Kleine gerade drin ist. Damit das Schaf da drin läuft. Ah. Aber jetzt mein Ansatz. Man kann das Schaf auch auf die Brücke stellen. Ja, das rutscht dann wahrscheinlich auch wieder runter. So, komm mal raus, Kleiner. Und stell dich nicht in den Weg. Das arme Schaf. Ja, siehste. Und Schäfchen, du lauf mal. Na? Brauchen wir zwei Schafe? Na bitte. Nein. Du kannst die ganze Herde reinschmeißen. Was machst du mit dem Lütten? Vergiss den Lütten nicht. Nein. Gibt's da drin Hühner? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht, ist ein Schafstall. Das sieht nicht unbedingt wie ein Schafstall aus, aber ja. Was soll denn da sonst drin sein? Das willst du nicht wissen. Dann hätte ich ja, also das war ja der Grund, da reinzugucken. Oder wollte er ja ist deine hüpfe Hundkiste. Hundkiste, ja. Wie hast du ihn genannt? Buddy? Buddy, ja. Konzentrier dich. Ja. Da läuft er wieder. Mhm. Da ist er. Und sucht uns. Dreh bloß nicht die Kamera. Man könnte sonst sehen, was auf der anderen Seite ist. Was sieht man dann auf der anderen Seite? Guck mal. Die Richtung... Du fällst doch noch runter. Dreh doch mal die Kamera. Die Richtung, die nimmt er aber nicht. Mhm. Was ist er denn? Ein Troll, ne? Ich wollte gerade sagen, was ist er denn für ein Troll? Mit Pilzrücken. Und er ist traurig. Offensichtlich. Okay, komm, ich hab's verstanden. Oh. Na? Hi. Er sieht aber auch ein bisschen... Der sieht nicht unfreundlich aus. Nee, aber wie Gulasch. Wie Gulasch? Hallo. Ich bin ein freundlicher Troll. Ich tue euch nix. Wenn du Hunger hast, kannst du noch mal ein Schaf holen. Mal zurück. Da oben ist der rauf. Okay. Zeigt er uns jetzt wo? Oder darf ich auf seinen Rücken springen? Wer weiß. Oder sind zwei Betten? Ach. Okay. Ja, geh mal lieber aus dem Weg. Ja, ja. Was hat er vor?
Was habe ich vor, ist die Frage. So. Ah. Er wirft mich jetzt auch hoch. Alles klar, mich auch bitte. Springt er uns dann hinterher? Ich glaube nicht. Der wird wahrscheinlich nur hier geholfen haben. Guck mal, eine neue Bank für eine Aufsicht. Ach, Trolli. Trolli? Trolli. Willst du was naschen, oder? Nee. Auch schick. Ich mag Trolli nicht. Ja, das ist ein schöner. Echt? Nee, ich fand ihn cool. Nein, Trolli-Süßigkeiten. Ach so, ja, einige davon. Ich bin ja im Allgemeinen nicht so der Naschvogel. Das stimmt. Oh, da ist er. Doch. Hi. Okay, cool. Wie ist er denn da hingekommen? Na, er ist ein Troll. Er kann das einfach. Okay, denk dran, die Taste gedrückt zu halten. Das fällt runter. Ja, aber ich... Achso, ja. Hm? Ja, ja, Kollege, schrei mir nicht an. Und hinterher. Schön sportlich, die beiden. Mhm. Huch, das war knapp. Mhm. Zum Glück bist du mit dem Lütten zuerst drüber. Wie meinst du? Naja, wenn du dann bei den großen Ach so, hat, ach so, wegen dem Gewicht, ja. Ja, mhm. Oh, da kommt noch mal der Troll. Hi. Wo müssen wir jetzt lang? Er würde dich schon schmeißen. Ja, er schmeißt mich wieder rüber. Upsi. Ja, mich zuerst, komm. Achso. Plant er was anderes? Oh. Ah. Zack. Und der Große. Auf die Pilze achten hier? Ja, bloß auf die Pilze achten. Vorsicht, kein Zerdrücken. Tut sonst weh. Bleibt Trolli jetzt da stehen? Ne, ich glaube, er kommt. Ja, kommt, ne? Ja, aber jetzt kletterst du ja wieder die Lawn hoch, ne? Jetzt brauchen wir ihn ja eigentlich nicht mehr, ne? Ha. Oder? Wiegt er jetzt nochmal? Okay, ja, hoch. Ja, dann hoch ja, mit dir. Okay, alles klar. Aber ich kann mir das wirklich unmöglich vorstellen, dass es dieses Spiel, dass du dieses Spiel nur alleine spielen kannst. Das ist doch wie gemacht. Das ist ein Singleplayer-Spiel. Wirklich, das kannst du nicht zu zweit spielen. Du musst dich halt auch dran gewöhnen, beide gleichzeitig zu steuern. Du kannst doch schon längst mit dem Kleinen hinterher. Ja, da... Oh, das kriege ich nicht hin. Ich brauche irgendwas, womit ich dich schlagen kann, wenn du immer nur einen steuerst. Mich? Mhm. Ich bin doch kein Pony. Doch. Ich bin doch kein Tier. Ich muss mal eine Reitkehrte kaufen, wenn du vom Kleinen kommst. Ich hätte dich heute zufällig zu Hause gelassen. Mhm. So ein Zufall. Nein. So viel zu kannst du auch sterben, als ich vorhin noch sagte, halt die Taste gedrückt. Ja, ich habe eben einen Krampf in meinem Finger gehabt. Natürlich. Und wie du siehst, hier ist der letzte Checkpoint. Das ist gut. So, nur mit beiden gleichzeitig Action. Wir haben keine Zeit. Oh. Ja. Hü, hü. Und nicht die Taste loslassen. Nein. Gedrückt halten. Ich hatte gedrückt. Ich hatte gedrückt. Vorsicht mit die Pilze. Nicht loslassen. Nein, 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 nein. Und hoch. Rauf mit euch. Komm, zack, zack, zack. Oh, okay. Meine Güte. So, Troll kommt immer noch mit. Das Problem ist auch, ich habe das Gefühl, dass er immer schneller ist als er. Na gut, er hat längere Beine, ne? Sind die nicht gleich schnell? Nein. Echt nicht? Echt nicht. Natürlich. So, warten wir jetzt auf Trolli hier? Ja. Upsi. Wollen wir wieder schmeißen? Ja, mich auch. Aber ich stehe in seinem toten Winkel. Ich komme da nicht raus jetzt. Hat mich eben nicht gesehen. Und er springt? Hoffentlich nicht auf uns rauf. Nee, er nimmt einen anderen Weg. Jetzt werden wir zerquetscht. Und hepp.
Ja. Das ist gerade echt gemein, weil es. Ich dachte schon, der große Bruder segelt runter. Gerade juckt. Soll ich dich irgendwo kratzen? Nee, jetzt habe ich ja gerade kurz eine Hand frei. Oh Gott, überall, ja, ich sehe das schon. Ja, Flühe. Skandalös. Ja, ich gehe da lang. Nicht mehr. Ich wollte gerade fragen, wo der Troll ist, aber da kommt er. Ups. Die laufen noch nicht im Weg, Mann. Rechts vor links. Sorry. Ich frage mich auch, warum ich einen Führerschein habe. Diego. Ja, ich weiß nicht, was mein Fahrlehrer mir damals anvertraut hat. Das ist... Oh. Los geht's. Oh, kommt jetzt? Er springt mit uns. Aber er kennt den Weg. Warum sind wir denn jetzt überall hochgekrabbelt? Um dann runterzuspringen, ja, ich weiß auch nicht. Ich dachte, wir sollen auf den Berg, nicht unter den Berg. Oder gibt's hier eine Bimmelbahn, ne? Nehme ich die gerne. Du hast eine Fahrkarte? Na, die wird er mir doch wohl verkaufen können, oder nicht? Ist der Troll da angestellt? Ja, bestimmt. So, komm, Junge, runter. Nicht loslassen. Nein. Zack. Liegen hier Kürbisse? Ne, hier sind auch Pilze. Mhm. Die Höhle war auch schick. Ja,